Leute, ich glaube, da ist jemand im Wasser. Was? Wo? Hier vorne. Es muss ihn jemand rausziehen. Wo? Ja, springen. Du, du bist der beste Schwimmer. Hopp holen. Hallo? Bist du wach? Hallo? Oh, wer bist du? Ich bin Iria. Wir haben dich aus dem Wasser gezogen. Wie geht's dir? Mir? Aus dem Wasser? Ja. Wo bin ich denn? Ich weiß gar nichts mehr. Du bist bei uns auf dem Schiff. Wir suchen ein neues Zuhause. Hast du Hunger? Ein Schiff? Ja, unbedingt. Ich habe Riesenhunger. Schau, ich habe Erdbeeren für dich. Und Brot. Erdbeeren mit Brot? Was ist das denn? Aber danke, besser als gar nichts. Wir haben nicht so viel Auswahl hier. Wir müssen uns schon ein bisschen mit dem zufrieden geben. Wie geht es dir? Mir geht's gut, aber wurde ich verfolgt? Hast du gesehen, ob ich alleine war? Da war niemand. Es warst nur du im Wasser. Okay, du bist dir ganz sicher. Keine... Ja. Keine Katzen oder komische Gestalten oder sowas. Nein, Katzen mögen doch gar kein Wasser. Oh, da war niemand. Sie kommen, um mich zu holen. Nein, das ist nur das Wetter. Alles gut. Ich bin echt noch ein bisschen müde. Was ist dir denn widerfahren, dass du so eine Angst hast? Gar nichts. Alles gut. Also... Okay. Lässt du mich noch ein bisschen schlafen? Natürlich. Ruh dich aus. Okay. Bis später. Wenn irgendwas ist, ruf mich. Mach ich. Oh. Hallöchen. Na? Wie geht's dir denn? Boah. Hallo. Wer bist du? Hau ab. Ich bin Jörmungand und du? Warum bist du so klein? Na, warum wohl? Ich bin doch ein Kind. Was willst du von mir? Du siehst aus wie ein Pirat. Du bist doch kein Kind. Doch, ich bin ein Kind. Ich meine... Was machst du hier? Ja, ich bin hier, weil mir relativ langweilig wurde zu Hause. Und dann habe ich von dem Schiff hier mitgekriegt, das in Richtung von neuen Ufern fahren soll. Und da dachte ich mir, ja, da will ich mit. Ich habe doch gerade der Frau gesagt, ich soll schlafen. Ich will schlafen. Was soll... Warum kommst du hier rein? Geh bitte weg. Aber warum... Hä? Ich verstehe das nicht ganz. Ich habe jetzt keine Zeit und Nervensäge. Lass mich schlafen. Hast du irgendjemanden gesehen, der hier rein wollte, außer dir? Nö, habe ich niemanden. Nerv mich bitte nicht weiter, okay? Okay, dann lass ich dich weiter. Ciao. Bloß ab. Hallo? Bist du wach? Ja, ich bin wach. Ja, alles gut. Geht es dir besser? Mir geht's schon sehr gut. Das Essen tat wirklich gut, auch wenn das eine komische Kombination ist aus Erdbeeren und diesem komischen Brot, das ein paar Tage alt war. Und dein Sohn hat mich genervt. Mein Sohn? Ja, dieser kleine Pirat, der als Pirat verkleidet ist. Nein, das kann nicht sein. Doch, nein. Er war doch gerade hier. Ich habe ihn noch gesehen. Nein, das geht nicht. Nein, das ist unmöglich. Hier war ein kleines Kind als Pirat verkleidet und ist mir auf die Nerven gegangen und wollte mit mir spielen. Ja, aber das kann unmöglich mein... Nein. Wieso kann das nicht dein Sohn gewesen sein? Er ist weg. Weg? Nein. Vielleicht solltest du ihn dann mal suchen. Das bringt nichts. Ich werde ihn nie wiederfinden. Er ist... Egal. Er ist weg, okay? Und es kann nicht mein Sohn gewesen sein. Ja, und wer war das dann? Es war ein kleines Kind bei mir hier. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mitbekommen, dass wir hier ein kleines Kind an Bord hätten. Wir können ihn suchen, aber ich bin mir nicht sicher. Glaubst du nicht, du hast ihn vielleicht eingebildet? Ganz sicher. Ich habe hier mit ihm geredet und ich habe nicht geträumt. Also, okay. Ich bin mir sicher. Ihr habt kein Kind hier, vielleicht sollten wir dann den blinden Passagier mal suchen. Also bei uns Piraten kommt sowas überhaupt nicht gut an, wenn jemand einfach so mitfährt, ohne dass man davon was weiß. Komm, wir schauen mal nach. Wo würde sich so jemand denn verstecken? Unter Deck vielleicht? Komm, lass uns nachgucken. Ja, du musst vorgehen, ich kenne euer Schiff nicht. Wow, das ist ja riesig hier.
Was genau habt ihr nochmal vor? Wir sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Dort, wo wir herkommen, naja, sagen wir so, es ist viel passiert. Hier geht's runter, oder? Hier geht's unter Deck. Schaust du links, ich schau rechts, oder suchen wir zusammen? Ich hab Angst, mich zu verlaufen, aber ich mache einfach mal. Okay. Ich höre hier irgendwas. Okay. Hier schnarcht jemand. Sind hier Betten? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich bin auch ganz selten hier unten. Hier ist das irgendwo, aber... Hier ist, wird's oben? Lauter. Oben? Ich weiß nicht. Hier ist er! Er schläft im Stehen? Okay. Hey! Hey! Da, das ist dein Sohn. Nein, das ist nicht mein Sohn. Nee, ich hab dir doch gesagt, das kann nicht mein Sohn sein. Was machst du hier, Kleiner? Was ich hier mache? Naja, ich hab hier bis eben geschlafen. Wo sind deine Eltern? Meine Eltern sind ganz woanders. Ich hab eigentlich mehr oder weniger keine. Und was machst du hier auf dem Schiff? Na, ich fahr mit. Ich hab gehört, hier werden neue Länder entdeckt. Und da dachte ich mir, das klingt lustig. Und naja, dann bin ich hier drauf gekommen und fahr mit. Du kannst nicht einfach nur Pirat spielen, weil du dich verkleidet hast. Du kannst mit deinen Eltern machen sich Sorgen. Du musst doch zurück. Du kannst doch nicht einfach auf ein fremdes Schiff gehen. Wie jetzt Pirat spielen? Ich weiß nicht, was du meinst. Du hast eine Augenklappe auf und siehst genauso zerlumpt aus wie jeder andere Pirat. Das liegt daran vielleicht, dass ich mein rechtes Auge verloren habe. Das heißt, du bist kein Pirat? Nee, die Augenklappe ist wirklich da. Wegen meinem Auge. Oh. Was machen wir mit ihm? Schmeißen wir ihn von Bord? Nein, wir können doch ein Kind nicht von Bord schmeißen. Aber warum nicht? Es ist doch noch ein Kind. Er ist ein Nervensäge, der hat mich nicht in Ruhe gelassen. Hey. Er wird sich bessern, da bin ich mir sicher. Er ist doch noch ein Kind. Du kannst ihn doch nicht einfach von Bord werfen. Wir haben dich doch auch nicht im Wasser gelassen. Ja, aber und immerhin bist du ein Pirat. Ja, ja, ja. Ich muss einfach nur... Ich will gar nicht hier lange bleiben. Ich will euch nicht lange aufhalten. Ich möchte einfach nur ein neues Leben führen. So wie wir alle. Was heißt so wie alle? Wie viele sind das denn hier? Ein paar. Ich glaube, aktuell sind 6 oder so. Ich muss hier runter von dem Schiff. Sind wir schon an Land? Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir nachgucken. Lass uns schauen. Ich kann nicht mehr hierbleiben. Ich kann euch leider nichts erzählen, aber ich muss einfach nur an einen sicheren Ort und ich habe nicht das Gefühl, dass es hier besonders sicher ist, wenn hier schon blinde Passagiere mitfahren. Der ist komisch. Das habe ich gehört. Ja, okay. Du bist eine Nervensäge. Du übernimmst die Verantwortung für den Kleinen, ne? Hä? Aber was habe ich denn getan? Da vorne. Wir sind an Land. Komm hier. Was? Land? Ja, hier. Da vorne. Ich hab's gesehen. Oh, Land. Ja. Wo sind wir? Tatsächlich. Bitte lass es keine Insel sein. Bitte lass es keine Insel sein. Wo geht's denn hier raus? Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Einen Ausgang haben wir nicht gebraucht. Wie, ihr habt keinen Ausgang gebaut? Ich glaube, es war eine Bruchlandung. Sind wir gestrandet? Sieht so aus. Ich glaube, wir gerade auf der Reling entlang. Was habt ihr denn für ein Captain? Dort ist ein Haus. Aua. Ah, tatsächlich. Wer ist euer Captain? Das ist ja so ein Vollidiot. Wer steuert dieses Boot? Das hätte ich ja besser gemacht. Und ich bin eigentlich Kanonier und kein Captain. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe den Captain noch nie gesehen. Ist es hier eine Insel? Bitte ist es keine Insel. Ich glaube nicht. Schau, da hinten sind hohe Berge. Es sieht aus, als würde es dahinter weitergehen. Das könnte eine große Insel sein. Eine sehr große. Lasst uns schauen, wer da in dem Haus ist. Oder? Was sagt fast ihr? Schon ja. Kontinent, ja. Es ist keine Insel. Es ist keine Insel. Ich könnte sicher sein. Sicher vor was? Vor Katzen. Sicher vor Katzen? Katzen? Ich mag Katzen. Dann wärst du doch auf einer Insel viel sicherer. Umgeben Hallo? Von Wasser. Jetzt seid doch mal leise, hier könnte jemand sein. Hallo? Du kannst doch nicht einfach da hochgehen. Hey, komm wieder runter.
Ich glaube, hier wohnt niemand mehr. Oh nein. Oh Gott. Ich glaube, der war mal lebendig. Okay. Okay, ich bin doch nicht in Sicherheit. Es waren die Katzen. Es waren die Katzen. Ich bin mir sicher, ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich werde mich einfach eingraben. Es waren die Katzen. Welche Katzen? Bleib hier. Es waren die Katzen. Es waren hundertprozentig die Katzen. Jetzt bleib doch stehen. Welche Katzen denn? Die... Ich kann euch davon nicht erzählen. Ich muss einfach... Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Wo ist hier Holz? Da hinten ist ein Baum. Ich kann jetzt... Ich hab, nein. Kommt ihr jetzt mit oder was? Es ist gefährlich da. Ja. Ich habe euch aus den Augen verloren. Komm, wir sind hier. Hier, wo ist hier? Unserer Stimme nach, beim Haus. Beim Haus, okay. Hier, zu deiner Rechten. Ah, da. Hallo. Lass uns schnell etwas Holz mitnehmen. Was Holz mitnehmen? Wisst ihr, wie man Werkzeuge macht? Ja. Relativ, ansatzweise. Ja. Dann lasst uns einfach schnell ein bisschen was mitnehmen. Und dann brauchen wir uns da in den Berg rein. Wir müssen uns verstecken, glaubt mir. Wir müssen tief unter Wasser. Warum? Vor was müssen wir uns verstecken? Vor einer Gefahr, einer großen Gefahr. Wenn du jetzt nochmal sagst, wir müssen uns vor Katzen verstecken, ne? Wir müssen uns verstecken. Ja. Da hat sie nicht mehr alle. Gib mir Holz. Da. Sehr gut. Okay, ja, bitteschön. Oh mein Gott. Einfach. Glaub mir einfach. Es ist einfach so. Es sind die Katzen. Hundertprozentig. Was hast du nur mit deinen Katzen? Verstehe ich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich erkläre es euch vielleicht irgendwann, aber jetzt gerade müssen wir einfach nur weg. Komm, folgt mir. Okay. Ich habe schon mal ein Versteck gebaut, was sie nicht gefunden haben. Die Katzen. Die Katzen, ja. Und du versteckst dich vor den Katzen. Ja, die Katzen und die Diebesgilde und alles. Diebesgilde? Ja. Was sind das für Katzen, dass du dich vor ihnen verstecken musst? Böse Katzen. Okay. Einfach hier rein. Baut okay. Damit zu. Mit was? Hier, nehmt das. Ja. Und kommt mit. Einfach rein hier. Okay. Wir werden jetzt hier leben müssen. In dem Loch? Ja, in dem Loch. Aber es ist noch nicht mal für jeden einzelnen ein Kubikmeter Platz. Okay, jetzt schon. Es ist dunkel. Ja. Ja, du hast gesagt, ich soll zumachen. Was hast du erwartet? Ich sehe nichts mehr. Mach wieder auf. Vielleicht sind sie hinter mir. Oh, okay. Nee, da bin nur ich. Mach nicht zu. Und was, wenn okay. Die Katzen uns hier finden? Wir machen gleich zu. Wir brauchen erstmal Licht. Wir werden schon Kohle. Irgendwas finden, womit wir... Ja, genau. Was ist das denn hier alles? Oh. Ihr könnt ja auch mal helfen. Ich habe keine Waffen und Werkzeuge und sonstiges. Da ist Holz. Ihr wisst doch, wie das geht, oder? Ah. Ja. Also in deinem Alter wusste ich sowas. Naja, ich habe immer noch keine Materialien, richtig. Hier. Ah, danke. Sehr nett. Unglaublich, diese Kinder von heute. Das habe ich gehört. Ja, ist doch so. Was hast du eigentlich gegen mich? Ich habe nichts gegen dich, aber du bist eine Nervensäge. Also jetzt doch. Lass den Kleinen doch mal in Ruhe. Er hat dir doch gar nichts getan. Es gibt hier keine Kohle. Yay. Vielleicht müssen wir runter. Aber ich sehe doch nichts. Ich mag Stein. Okay, ich bewache es einfach hier. Ich gucke, dass die Katzen nicht kommen. Dann krabbe ich nach unten. Ja, mach das. Habt ihr schon was? Nein, nee. Hier ist überhaupt nichts. Ich werde mich umgucken, dass die Katzen nicht kommen. Okay. Hier oben. Hört ihr mich? Ja. Hast du was gefunden? Ja. Ich hab. Ihr könnt wieder hochkommen. Okay. Ja, wir haben Licht. Wo bist du? Da ist der Eingang. Schnell rein. Sie werden uns bemerken. Ich denke immer noch, der ist verrückt. Ich bin nicht verrückt. Oh, du hast Licht. Angst vor Katzen. Ja, ich habe Angst vor Katzen und das hat auch seinen Grund. Ich kenne Leute, die lieben Katzen. Ich habe auch eine Katze, die ich mag, aber es ist eine lange Geschichte. Wir wohnen jetzt hier. Wir müssen die anderen warnen, die mit dem Schiff gekommen sind.
Also eigentlich bin nur ich in Gefahr, aber dadurch, dass ihr mich gerettet habt, seid ihr jetzt auch in Gefahr. Okay. Du redest sehr wirr. Ja, ich weiß, wir müssen hier alles ausleuchten, damit wir sehen, falls sie kommen. Ich mach mal Licht. Falls sie aus dem Schatten treten, wie die Dämonen der Unterwelt und wie. Genau, kommt hier runter, hier runter. Da runter? Das findest du witzig, du Nervensäge, ne? Ja, wir schon. Wir bauen uns hier einen Bunker. Das ist ganz wichtig. Wir müssen diesen Stein finden, der, wie nennt er sich, Obsidian? Der nicht zu durchdringen ist. Daraus bauen wir uns einen Bunker. Der ganz harte. Ist doch so weit unten. Ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Ja, ist er. Aber wir müssen überleben. Also eigentlich muss ich überleben und ihr... Ja, ihr, es tut mir leid, dass ich euch damit reinziehe. Wir wissen doch überhaupt nicht, wo du uns mit reinziehst. Du erzählst uns ja nichts, außer dass du Angst hast vor Katzen. Ich kann euch auch nichts erzählen, sonst seid ihr noch mehr in Gefahr. Ich hab kein Problem mit, wenigstens mal was Lustiges. Okay, ich glaube, das reicht zuerst mal. Okay. Ich hol mal kurz die Dings. Du gehst aber nicht wieder raus, ne? Nee, ich hol nur den... Wie heißt die? Die Werkbank. Ja. Okay. Sonst können wir hier unten nichts machen. Ich glaube, wir sind erstmal sicher.